Und das kann sie nicht machen, beziehungsweise mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Hey! Das kann ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und dann haben wir auch schon vorher schon wieder eine Frage. Darauf spielte ich an. Darauf was? Darauf spielte ich an. Ach, spielte ich auf Spätzle oder so. Spätzle. Oh, voll genau. Bock auf Spätzle. Ich auch, richtig geil. So mit Rahmsoße. Boah, geil. Junge, mäßig, haben mehr. Und der Typ hat gerade gegessen, ey. Der ja, schmeckt auch wie so ein Vogel, ey. Ja, ist voll ekelhaftig, Vogel, ey. Ekelhaftig. Ist so 10 Minuten. Oder so Skelette. Ich bin zum Essen ins Tisch gestimmt, dann also flatsch, alles rein. Ich habe gerade ein Skelett mit einem Baum verwechselt. Schön. Mit einer Eiche. Passiert. Gute Arbeit. Okay, gut, wir sind in einer neuen Folge. Hey! Und alle so, okay. Yeah. Und irgendwie haben wir jetzt irgendwie falsch geschnitten und wir sind immer noch in der letzten Folge. Ne? Also, Frage von Harry Zelda Master. Was ist euer Lieblingsessen, wo wir gerade zu dem Thema sind? Döner. Au. Döner finde ich mittlerweile dam. Mir so gern. Weil wenn das wirklich jede Pause ist, ist das nicht mehr so toll. Na, stimmt wohl. Von daher, mittlerweile mag ich Curryfleisch mit Reis. Und Currysoße und so finde ich extrem geil. Curry was mit Reis? Currysoße mit Reis und alles. Das ist voll geil. Ich schwöre, ey. Ist das Hammer? Das ist richtig Hammer. Okay. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst, nein, dann stimmt das wohl. Aber ich finde auch Currywurst richtig Hammer. Currywurst ist auch richtig geil. Vor allem mit dieser isst man eigentlich irgendwie relativ selten, kann es sein. Aber die ist Hammer. Ja. Selbst ich wollte noch Currywurst. Weil meine Mutter holt etwas von dem Grill von bei uns nebenan. Von dem Currywurstmann. Ich hab eigentlich gesagt, ja, vom Currywurstmann. Ich habe eigentlich so gesagt, ja komm, lebst du mal ein bisschen gesünder in Ferien und so. Und, dann, und nimmst ja, Bio-Currywurst. Du kannst nicht gesund leben in unserer heutigen Welt. Das funktioniert nicht. Oh ja, ihr seid ja so Penner, ihr habt ja schon Ferien, ne? Oder? Ja, ich hab Ferien. Ja. Ich hab auch. Schön. Ich nicht. Oh, alle bitte einmal in die Kommentare ein. Oh, für mein Kopf. Ich schreib morgen erstmal noch so eine. Nee, warte, übermorgen so richtig geile Physikarbeit. Sonntag, yay. Sonntag schreibst Klausur. Ich hab jetzt Freitag Klausur geschrieben, 3 Stunden lang. Über was? Über Iphigenie auf Tauris von Goethe. Über was? Oh, nochmal. Iphigenie auf Tauris, das ist ein Buch von Goethe. Da verstehst du kein Wort. Ich habe mir die komplette Dings auf Wikipedia durchgelesen, habe es dann nachher halbwegs verstanden und eigentlich eine ganz gute Klausur geschrieben. Ja. Ich konnte nicht mehr aufhören zu schreiben und das ist eigentlich mal ein ganz gutes Zeichen. Wir haben auch im Moment in der Schule, wie heißt der? Wie heißt der jetzt? Schiller. Nein, der Kafka. Der Kafka, ne? Ja, so, und da sind, der schreibt so ganz kurze Novellen, nicht Novellen, wie heißt das? Prosatexte, gehen über eine halbe Seite. Aha. Sagt er zum Beispiel, er ging zum Bahnhof, dam. Ich mach das jetzt hier mal nach, ich lief zum Bahnhof, dann schaut er auf die Turmuhr, wupp, oh, schon relativ spät. Er ging weiter, aber er kannte sich in der Stadt nicht aus, weil er fremd war, ging zum Polizisten, ging zu ihm hin, sagte so, oh, pipapo, du da, kannst mir einen Weg sagen? Und dann, der Polizist, jetzt kommt es ja zum Knackpunkt, Casus Knacktus, der sagt, was, als ob ich dir was erzählen würde, und lacht ihn aus. So, fertig. Und jetzt? Das ist lyrisch voll anspruchsvoll und so, weil da gibt's auch eine dritte Zeitebene. Und zweite Zeitebene. Weil, ja, jetzt kommt. Du hast Deutsch LK, oder? Nein, habe ich nicht. Aber ich trotzdem. Na, dann ist es halt so, dass er erstmal der so Gesellschaftskritik, weil so das ist ja so ein Mist. Der Polizist steht halt auch irgendwie so gesellschaftlich so über dem und dann wird er dem ja nichts erzählen oder sowas. Ja, weil er ein Fremder ist oder wie? Ja, und dann hat es auch alles. Nee, weil einfach, fremd, weil er irgendwie so ein normal. So ein bisschen überheblich. Ja, er ist halt so irgendjemand. Ja. Oh mein Gott. Naja, oder irgendwas anderes ist von irgendeinem. Der König ist verstorben und möchte als letzte Gabe, möchte als letzten Willen dem schlecht, am schlechten gestelltesten aus seinem ganzen Königreich, also irgendwie ein Bettler oder so, eine Aufgabe erteilen. Der soll die dann erfüllen, irgendwie so ein Textstück irgendwo hinbringen und der muss dann aus dem Palast rausgehen irgendwie. Aber er schafft das nicht, weil der Palast immer größer wird und immer größer und er endet nicht. Ja. Das Alter, aber ich finde solche Texte eigentlich extrem geil, weil du dadurch einfach so eine Chance hast, da übelst viel rein zu interpretieren.
Ja, Mann, du kannst ja, aber der Lehrer hat immer, eine Interpretation vorgegeben. Also das, was der Lehrer denkt, was richtig ist. Und wenn du irgendetwas anderes sagst, dann ist es komplett falsch. Richtig, ja. Selbst wenn das, okay. Selbst wenn es noch so Dingens klingt. Ja, wir sind ja bei uns so Smartphone-Gesellschaft, dies, das. Und selbst wenn wir dann während der Stunde so nachgucken, was andere so interpretiert haben und sowas, tragen das dann genauso vor, richtig perfekt argumentiert und alles. Nö, das ist falsch. Also so kann man das nicht interpretieren. Und die Lehrer sagen, also der sagt auch immer, ja, wenn man irgendwas richtig argumentiert und es mit Argumenten gut hinterlegt, dann nehme ich auch andere Sachen an. Ne? Aber in Wirklichkeit niemals, ja. Niemals. Nee, das kann gar nicht sein. Auch in Philosophie, ganz schlimmes Fach gewesen. Philosophie ist allgemein so eine Ära für sich. Ja. Nee, bei mir ist so, ich habe Gedichtanalyse geschrieben und das war so ein richtig beschissenes Gedicht. Sagt mal bitte, was ihr dazu hält. Linksseitige Schmerzen bis zu den Nägeln, was heißt das? Was? Dass die Arme wehtun? Die Arme vielleicht oder, keine Ahnung, das Herz. Und da wird er auch genau den perfekten Text haben. Linksseitige Schmerzen bis... Oh Mann, jetzt bin ich tot. Warte, ja. Mann, jetzt finde ich meine Bude nicht mehr. Was ist da mit dem Internet los? Ich hab hier gerade mal mein Buch liegen, ne? Ich kann euch mal ganz kurz was vorlesen. Oh, du hast eine Lektüre, so wie Däum. Oh. Herr Reuser. Oh Mann, direkt erstes Wort falsch. Und meine Lache hört sich so schrecklich an, ne? Heraus in eure Schatten, rege Wipfel des alten, heiligen, dicht belaubten Haines, wie in der Göttin stilles Heiligtum, trete ich jetzt noch mit schauderndem Gefühl, als wenn ich sie zum ersten Mal beträte. Und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher. So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen ein hoher Wille, dem ich mich ergebe. Doch immer bin ich wie im ersten fremd. Denn ach, mich trennt das Meer von den Geliebten. Und an dem Ufer stehe ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend. Okay, und sowas also dann auf jeden Fall. Bam, 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 bam. Halt dass sie mit Hain und so, sind halt Wald gemeint und sie ist im Wald und hat total Heimweh nach Griechenland, weil sie wurde damals geopfert von ihrem Vater, damit der Wind, also das ist eine komplett komplexe Göttergeschichte, das ist Iphigenie und die ist auf Tauris gefangen gehalten von einem Herrscher auf Tauris namens Thoas und dort muss sie als Priesterin der Göttin Diane dienen. Und sie hat ein reines Gewissen, weil sie halt Priesterin ist und will halt immer das Richtige tun. Doch eines Tages kommen halt ihr Bruder und ein Freund von ihrem Bruder, die heißen Orest und Pylades, die holen sie ab und wollen damit ihr fliehen. Und dafür muss sie Thoas wiederum anlügen. Und das kann sie nicht machen, beziehungsweise mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Hey! Das kann ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja gut, und dann kommst du halt irgendwann da weg und man muss halt alles mögliche da reininterpretieren und dann, ich hab 12 Seiten. Ich hol mir jetzt mal meine Lektüre, ja? Ja, mach das mal. Erzählt mal weiter, Gott. Aber warte. Wir hätten das hier wieder für eine Folge, hä? Ja. Oh, jetzt kommen hier Lektüren über... Man hört richtig, dass er am Ende von seinem Zimmer steht. Dena, lauter. Lauter, schrei. So, ich hab jetzt... drei. Oh, bist du die ganze Zeit hier so beschäftigt? Ich bin die ganze Zeit nur am Holzfällen. Aber wenn ihr mich hört, Erdkunde. Schlimmstes Fach. HTF, Dena, Mann. Wenn ihr mich hört, Erdkunde. Schlimmstes Fach. Kommt's alles her? Mein Gott. Kommt so ein Mikro, Alter. Jawohl. Ich glaube, ich mach das alles über zwei Etagen. Das könnte ich ja machen, so die Farm. Und der Dena. Der Dena, er ist wieder da, hurra, hurra. Hat er mich überhaupt gehört gerade eben, ne? Ja, doch, irgendwas mit Erdkunde. Schlimmste Sache ever. Ja, Erdkunde ist nur Halbwissen, irgendwas ein Halbwissen um sich werfen. Ja, ich hab mal das und das gehört, ja, es kann doch sein. Ich hab mal in einer Dokumentation gesehen, dass das und das. Nee, kann Rally ich nicht ist ein geiles Fach. Aber ich hab mir jetzt... Rally, da kann man einfach... Ich habe jetzt mir Kafka geholt, kaiserliche Botschaft. Ne, der Kaiser hat den jämmerlichsten Untertan, den es so gab, in sein Königreich geholt und an seinem Sterbebett eine Botschaft gesendet. Den Boten hat er beim Bett niederknien lassen und Botschaft ins Ohr geflüstert. So sehr war es ihm daran gelegen, dass er sich noch nie ins Ohr widersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes. Alle hindernden Wände werden niedergebrochen. Und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring
Die Großen des Reiches. Von all diesen hat er den Boten abgefertigt. Also bla bla bla, vor allen, die zugucken, allen so Adeligen und so alles Mögliche. Hat er diesen, eben diesen jämmerlichen Boten sich geholt, warum weiß man noch nicht. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht, ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann. Einmal diesen, einmal den anderen Arm vorschreckend, schafft er sich Bahn durch die Menge, ne, also alle schauen so, weil der König so tot ist oder so, und dann muss er halt irgendwie durch die Menge durch. Naja, die Menge ist so groß, die Menge ist so groß, die Wohnstätten nehmen kein Ende. Er kommt nicht durch, einfach allgemein. Die Höfe waren so groß, die Höfe wurden immer größer. Er findet das äußerste Tor nicht, es entfernt sich immer weiter. Niemand dringt hier durch. Und schon gar nicht die Botschaft eines Toten, also die Botschaft des Königs. Und dann der letzte Satz, hat unser Lehrer so richtig angekündigt, der letzte Satz. Du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt. Also der letzte Satz hat irgendwie gar keinen Zusammenhang damit, aber der letzte Satz ist ja irgendwie so auf den Zuhörer so angewendet, so, ja, lieber Zuhörer, ja. Du sitzt am Fenster und willst die Botschaft wissen. So würde ich das jetzt mal interpretieren, dass der Zuhörer ja jetzt hier die Botschaft wissen will, aber die Botschaft nicht, er kommt und sitzt am Fenster und er träumt, dass du irgendwie weißt, was so wichtig an der Botschaft war. Naja, aber da sind 5 Zeitebenen drin oder 6. Ist auch voll anspruchsvoll und so. Ja, das ist so Zeug, was du nie wieder in deinem ganzen Leben brauchen wirst. Ja, genauso richtig. Wie Mathe. Wofür braucht man Polynomdivision? Hä? Ja. Hä? Ja, sagt's mir. Ja. Das ist eine gute Frage, ja. Wofür? Also, wenn die Leute, die das brauchen, die Polynomdivision, oder da kommen noch härtere Sachen, also Polynomdivision, das kann ich ja noch. Was wir jetzt haben, das kann ich leider nicht mehr. Aber, dass die Leute, die sowas wirklich später brauchen, die lernen es dann selber, können es dann selber in der Uni lernen oder so und lernen es dann auch schnell. Ja, aber genau. Die es alle nicht brauchen, die sollten ihre Zeit lieber mit wichtigeren Dingen, mit zum Beispiel Gesellschaftskunde, sowas alles. Oder zocken. Na, oder Gesellschaftskundsachen, irgendwie sowas. WIPO zum Beispiel haben wir nur 4 Stunden in der Woche. Erdkunde nur 2 Stunden. Also Erdkunde ist nur Halbwissen, wie gesagt, aber es könnte viel besser sein. Geschichte auch nur 2 Stunden. Aber dafür Mathe 4 Stunden. Warum? Warum? Ja, Mathe 5 Stunden, ey. Ich meine, Mathe, das Grundwissen, was wir jetzt haben, das brauchen wir, das reicht einfach. Das reicht locker. Mein Vater versteht teilweise Sachen nicht, die ich hier habe. Der kann mir dann zwar so gut sagen, ja, ist das nicht, wenn wir das so und so machen? Ich so, yo, und wie macht man das? Yo, keine Ahnung, brauche ich nicht. Yo, so, ja. Und wie macht man das? Yo. Yo. Das ist Concrafters Vater. Yo, yo. Ey, yo, yo. Nee, ich bin der Meinung, keine Ahnung, wie schreibt man sein Steuerzeug oder sowas später, das ist vielleicht mal ganz interessant. Also finde ich jetzt interessant, da kann man mehr gebrauchen. Wie schreibe ich später hier meine Steuererklärung und sowas? Also es soll jetzt auch nicht so drauf hinausdriften, dass man nur noch wirklich lernt, was man wirklich jetzt exakt genau das nur noch das braucht, dass man nur noch das lernt, was man wirklich genau braucht. Nur mal so eine kurze Sache. Das Thema war, was ist unser Lieblingsessen? Wie kommen wir jetzt hier hin eigentlich? Also irgendwie, weiß ich nicht. Es ist einer von euch Bücher oder so? Keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind. Aber war ein gutes Thema, fand ich. Fand ich. Jo. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob sowas ein gutes Thema ist oder so. Nö. Nicht so diese Bücher, nee, ey. Lasst mal die Bücher da weg, ey. Behindert, als ob die das in die Kommentare schreiben, ey. Bücher. Bücher, ich hasse ihn. Diese Bücher, ey, ich hasse ihn, ey. Ich kann mich gar nicht ab. Naja. Sind wir schon in der neuen Folge? Nö, 2 Minuten noch. Okay, nur nach 2 Minuten. Und ein neues Thema. Ich bin übrigens recht produktiv, diese Folge. Ich erkenne mich auch selbst nicht wieder. Ich weiß nicht warum. Also es ist allein die Anwesenheit von Minecraft Bucket. Guck mich nicht so an, du Scheiße. Ich bin so beruhigend. Ja. Und deswegen kannst du arbeiten. Ich motiviere dich auf jeden Fall. Wir müssen auch darauf achten, dass wir... Oh, er baut! Oh mein Gott! Besser als Spark. Der hat einmal die ersten 4 Folgen nur rumgelaufen und hat sich Sachen geholt. Aber bei Spark hat echt so wenig geredet, weil wir die ganze Zeit ist uns irgendwas... Spark hat halt gebaut. Oder in einer Folge, wo ich am Fenster stand und ich dir zugewunken habe und du dann auch. Und Spark steht einfach nur daneben. Boah, was sind das für Kleinkinder, ey? Ja. Oder wir vermehren hier die Schafe oder versuchen, die reinzulocken. Geh da rein und Spark jedes Mal... Über was redet ihr gerade? Pack ihn da rein. Nein, steck ihn da rein. Und Spark... Aber wir versuchen jetzt drauf, die Gäste zu Wort kommen zu lassen. Außer diesen Minecraft-Bucket, ey. Ich hasse ihn. Warum ist der überhaupt hier? Das frage ich mich immer noch. Ich habe ihn nicht eingeladen. Der war einfach da. Der war einfach da.
Einfach da, aus dem Nichts bin ich gekommen. Nein, in Wirklichkeit haben wir ihn mit Captain Sparkles verwechselt. Also ich habe den falsch benannt in meiner Skype-Konfi und... Er hat sich selber so benannt. Er hat sich Captain Sparkles genannt, ja. Und dann kam er, hey, ich bin Captain Sparkles, ich finde euch voll cool. Ich will auch voll gerne mal in der Together-Show sein, ey. Your Together-Show, it's so cool. Ist das vielleicht der meistabonnierteste Minecrafter? Ich weiß gar nicht, die Yogscast mit Sicherheit. Yogscast sind ja die größten Let's Player überhaupt. Weiß nicht, 2 Millionen irgendwas Abonnenten? Auf der 3 Millionen. Hör, was wird mit Machinima? Ja, komm. Ich weiß nicht mehr, ob die mehr Abonnenten als Yogscast haben. Ich weiß nicht gar nicht. Ja, haben die. Die haben 4 Millionen oder so. Ja, die haben 4 Millionen und 3,5 Millionen. Aber die machen ja keine Let's Plays. Nee, ich machen die nicht. Abonniert. Ja, kannst du auch nicht abonnieren. Die laden mehr hoch als PietSmiet, also pff. Auch noch zum PietSmiet-Thema, dass irgendjemand geschrieben hatte, ey, PietSmiet ist voll cool. Wir hatten ja in irgendeiner Folge dann da geschrieben, nicht geschrieben, darüber geredet und ich hatte zum Beispiel gesagt, dass ich die nicht abonnieren kann, weil die so viel hochladen. Das soll also nicht heißen, dass sie scheiße sind, nur kann ich die nicht abonnieren. Ich finde die allgemein ziemlich witzig, aber es sind halt auch, was ich jetzt nicht so toll finde, ist, dass teilweise echt so 5 Minuten einfach Sprechpause ist. Das habe ich letztens erlebt bei einem Part von denen, die ich mir mal wieder angeguckt habe. Und ich würde es eigentlich gerne abonnieren, weil ich den total witzig finde, aber ich habe keinen Bock, wenn ich nur Minecraft von denen gucke, dass ich da dann noch 10 Milliarden andere Spiele in der Subbox habe und das ganze andere untergeht. Und ich muss auch sagen, so Minecraft ist richtig witzig, DayZ habe ich nie richtig geguckt, aber dann kommen zwischendurch mal so Einzelprojekte von Leuten, die man eigentlich so gar nicht kennt, so Sepp. Also entschuldigt mich, ich gucke jetzt nicht so viel, aber das sind halt so Leute, die da jetzt nicht so im Vordergrund stehen wie Pete oder wie Hardy oder so. Oder? Hardy hat mittlerweile mehr Facebook-Likes als Pete. Oh! Das ist richtig krass. Naja. Ich finde Hardy auch extrem geil einfach nur. Weil der Hardy einfach geil ist. Miau. Naja, aber die Projekte, die sind dann auch gar nicht besonders gut. Und die werden dann auch richtig wenig geguckt. Naja. Wie viele Leute habt ihr abonniert? Und das finde ich bei Debitorber auch krass, dass er 130.000 Abonnenten hat. Minecraft hat bei ihm so mal 20.000 Aufrufe, aber andere Spiele so 4.000 oder so Aufrufe. Ja. Da sieht man richtig, weil er damals halt wirklich so mit Minecraft angefangen hat. Die meisten haben ihn wirklich wegen Minecraft abonniert.